Hallihallo, meine Lieben, schön, dass ihr reinschaut zu der nächsten Folge The Witcher 3. Wir hatten in der letzten Folge im Dorf ein wenig rumgefragt, ob sich da jemand auskennt oder ob da jemand was gehört hat von Yennefer, und sie meinten, sie wäre in die Mach Platz. Garnison der Nilfgaarder reingeritten, hätte da mit dem Anführer diskutiert und wäre dann wieder abgezogen. Und deswegen haben wir uns mal hier auf den Weg gemacht hierher und werden jetzt mal mit dem Anführer quatschen und schauen, was der uns zu erzählen hat. Und hier kommt wieder mal ein Tipp. Handwerker können die verschiedenen Gegenstände anfertigen. Gegen einen Obolus, versteht sich. Waffenschmiede, schmieden Waffen, Rüstungsschmieden, stellen Rüstungen her. Wow! Wenn du ein Handwerksschema findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fertigkeitsstufe, damit er den Gegenstand für dich anfertigt. Nice. Okay, gut zu wissen. Hallöchen. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Das kann ich nicht leugnen. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Abgemacht. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt, 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche ein bestimmtes Kraut. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. So, dann noch ein paar Informationen über den Greif. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Na gut, dann bis dann. Hoch. Ich brauche einen Köder. Kreuz. Nein. Geht. Das hier wollte ich bis dann. Tomira und Mislav. Danke. Es so und Jagden. Tier, eine gute Jagd, alles klar. Wenn du eine aktuelle Quest aus mehr als einem Ziel bestehen hast, kannst du V drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. V? Es bewähre ich. Kopelär ist Sirit es macht. 300? 500. Machen wir erstmal die Frau. Mit dem Kreuz. Mit den Kreuzern. Huch! Wie einfach die Tür aufschlägt. Blöpp. Warum reden die denn alle in Nilfgaardisch? Ist ja schlimm. Nähert sich ein Wegweiser, drücke E.
Um an ein Ziel zu reisen, wähle mit einem markierten Punkt und doppelklicke darauf. Und wie bewege ich das jetzt? Ah, okay, kann ich schieben. Kräuterfrau, okay. Dann reisen wir zur Sägemühle, würde ich sagen. Das erspart uns ein gutes Stückchen Weg, meine Freunde. Das erspart uns ein gutes Stückchen Weg. Und hier ist die Kräuterfrau. Hallöchen. Wie man einfach reingehen kann. Hallo. Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die... Rote Blüte? Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich brauche Kreuzdorn. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Nilfgaard mag Ordnung. Mag er wirklich etwas zu... keine Ahnung. Der schien relativ nett zu sein, aber ob dem sowas dran liegt oder ob der einfach nicht will, dass mehr von seinen Leuten sterben. Machen wir das. Nilfgaard schätzt eines. Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit... Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Alles klar. Die hat aber hier ganz schön viele Kräuter ums Haus rumparken. Alter Schwede. Okay, 180 Meter in diese Richtung. Komm, da sprinten wir einfach mal querfeldein da, oder? Easy peasy. Über den Stein. Wow! Genau, weit hüpfen. Der Gerald, der kann aber weit hüpfen. Ui. Hier liegt ein bisschen Holz am Wegesrand. Hallo, Freunde. Umschalten links gedrückt, um schnell zu schwimmen. C gedrückt, um nach unten zu tauchen. Die Leertaste, um aufzutauchen. Kreuzdorn. Leertaste, um aufzutauchen. Sind da böse Fische im Wasser? Oder was ist das? Habe ich komischerweise nicht angegriffen. Aber das ist ja nur von Vorteil. Sehr gut, so. Dann schwinge ich manchmal das Pferd. Ne, X war das, oder? Plötze? Toll, jetzt Plötze da unten, oder was? Plötze, du bist ein Pfeifenkopf. Hey. Unglaublich. So, jetzt probiere ich das nochmal. Umschalten gedrückt. Und halten einfach, dann bleibt sie auf dem Weg. Die Könige mögen zwar kämpfen, pass auf, wo du hintrittst. Ach so, einfach nur umschalten. Plätze. Ohne nach vorne zu drücken, oder was? Der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude sein Trunk gebracht, gießt ihn mit großen Schlucken. Ah, I see. Ist ja voll cool, ey. Das ist echt cool.
dass sie da dem Weg automatisch folgt. Bumm, treten wir wieder die Tür jemand ein. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Deine Hexersinne einzusetzen. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Hier entlang also. Der ist er, der Mislav. Hallo? Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Gefährlicher als Wölfe? Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Wo hast du die Leichen der Nilfgaarder gefunden? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Warum nicht? Sicher. Los geht's. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar was? Jetzt doch weg. Ein Reh. Wie war das mit dem Schwert wegstecken? Ja, OC. Hi. Zu spät. Noch ein. Wie lange soll ich noch warten? Wie war das mit dem Markieren? Nee. Wie hab ich den markiert? Ach, mit Y. Ah. Wow. Die machen ganz schön viel Damage. Ich muss mit dem Kampfsystem, glaube ich, noch ein bisschen besser klarkommen. Haben sie schon jemand getötet, die Hunde, oder was? Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche. Ich Jäger. Aber das war bevor. Jedenfalls ist es lange her. Die Nilfgaarder. Wo hast du sie? Tut mir leid. Hoffentlich habt ihr euch nicht zu nahe gestanden. Nein, überhaupt nicht. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarder gefunden hast? Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif.
Ach, das bringt mir auch Leben. Sogar mehr. Die Wasserflasche mehr als das Brot. Okay, ich glaube, ich speichere mal eben. So. Move it, Miss Love, move it. Ich weiß nicht, ob ich rohes Fleisch essen möchte. Spiel. Ich glaube, ich würde das, wenn dann, lieber erstmal kochen. Braten oder irgendwas. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon klar. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Untersuche mit Hilfe deiner Hexe den Ort, ob der Nilfgaardischen Support, die Nilfgaardischen Soldaten. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Ein Lager? Das ist irgendwie creepy. Diese Flecken da. Diese Spuren sind älter und tiefer, schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Folgt den Spuren der nilfgaardischen Soldaten mit Hilfe der Hexersinne. Oh, hi. Was ist denn das? Nehmen wir das einfach mal mit. Mal gucken, was das bringt. Brot. Sehr schön. Hey, die werden mir sogar noch rot angezeigt, wenn ich das nicht einsetze. Hier, das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen, Pferd, Hund... Mensch, einige Monatsvorräte. Ein toter Greif. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Wunden untersuchen. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Alter? Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Witzig. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Wie cool das ist. Das erklärt, alles, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Alles abgeklärt, ja. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Du hast deinen Fertigkeitspunkt erhalten. Drücke die Rücktaste und rufe das Charakterfenster mit deinen Fähigkeiten. Charakterfenster. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests. Leertaste fortfahren. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitspunkte. Dieser Punkt kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben oder eine Fertigkeit zu verbessern, die du bereits besitzt. Charakterfertigkeitsgruppen.
Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchem Fertigkeitsbaum sie gehört. Wähle eine Fertigkeit zum Entwickeln aus und klicke mit der rechten Maustaste darauf. Größe der Beschreibung. Kampf. Zeichen, Alchemie, allgemein. Okay. Und was ist das hier hinten? Mutagene? Ah ja. Schneller Angriff, Kernfähigkeit. Starker Angriff, Kernfähigkeit. Verteidigung, Kernfähigkeit. Meisterschütze, diese Fähigkeit gehört zu den leichter Armbrust. Das Landen von Treffern im Kampf erzeugt Adrenalinpunkte in den Waffenschaden. Also könnte ich hier nächste Stufe erhöht den Schaden bei schnellen Angriff um 5% Adrenalinpunkte gewinnen um 1. Schaden bei schweren Angriffen. Beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Adrenalin. Beim Zielen mit der Armbrust wird dein Ziel zusätzlich um 15% verlangsamt. Armbrust habe ich ja noch gar nicht benutzt. Wenn Schaden erlitten wird, allein Adrenalinverlust um 20% verringert. Magie. Wird die Reichweite von Art um 1 Meter Ausdauergeneration im Kampf. Igni schwächt auch den gegnerischen Rüstungswert dauerhaft. Der Effekt steigt mit der Zeichenintensität auf bis maximal 5. Zeichenwirkdauer, Anzahl der Ladung im Alternativmodus, Anzahl der Fallen im Standardmodus. Schild stößt Gegner zurück, wenn er zerbricht aus der Regeneration im Kampf. Das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu, während der Axi wirkt. Die Intensität. Axi-Dialogen hält sich. Ich glaube, ich mache das bessere Schild hier, oder? Fertigkeit erwerben, okay. Der Quinn-Schild stößt Gegner zurück. Damit deine Fertigkeit Wirkung zeigt, muss sie erst aktivieren, indem du sie auf freien Fertigkeiten platzierst. Inaktive Fähigkeit ist wirkungslos. Okay, das heißt, du musst sie skillen und dann dahin packen, sonst bringt dir das nichts. Wenn du sie geskillt hast und sie nicht dahin packst, dann sind sie nutzlos. Okay. Bisschen strange, aber in Ordnung. Doch aus. Unterschätze niemals deine Gegner. Diese Regel ist aus gutem Grund das Kernstück des Hexerkodex. Angemessene Vorbereitung hat schon manche Hexer das Leben gerettet. Du solltest dir Tränke und Öle brauen oder Handwerker aufsuchen, ehe du dich im Kampf stürzt. Bei Waffenschmieden bekommst du Schwerter, während Rüstungsschmiede Rüstung anfertigen. Vor starken Gegnern solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrung gewinnst, deinen Charakter weiterentwickeln kannst und deine Chancen stärkst, den Kampf zu gewinnen. Okay. Gewinnen, das wollte ich. Wupp. Na gut, dann rufe ich mal Plötze noch ran her. Plötze? Da ist Plötze. Hallo Plötze. Darf ich nicht auf Plötze steigen? Doch jetzt. Komm schon, Plötze. Reiten wir mal hier ums Eck. Okay, die Punkte auf der Minikarte backen auch ein bisschen rum manchmal, wie es aussieht. Ah, so. Entspannt. Da zum Beispiel. Jetzt sind sie wieder ausgerastet, die Punkte. Anschlagbretter. Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wann man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt. Fräulein in Not, Kaufleute mit seltsamen Waren, Nester voller Monster. Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. Anschlagbrett, Questgeber, Händelrüstung, Kräuterkundiger, Alchemist, Ort der Macht, Monsternest, Rüstungsschmiedetisch, Schleifstein. Er feiert und singt. Kaiser M hier. Weiter so, Plätze. Freude mal. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Derwan. Suchst du Ärger? Wem gehören die Fälle? Oha, Plätze. Parken wir mal hier. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge reden wir dann mit Vesemir und bevor wir dann den Greifen machen, werden wir wahrscheinlich erst noch ein paar andere Quests machen. Warum kann ich denn hier das Bündel Holz wegschießen? Okay.
Für diese Folge sind wir erst am Ende angelangt. So schnell vergeht die Zeit, das ist echt der Wahnsinn. Ich fasse es nicht. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.